Deine 10 Viecher nerven, ja. Verdammt, wo bin ich? Hä? Wie komme ich hier hin? Ah, jetzt kommt die übelste Schlacht. Oh Gott! Es ist tot. Ich bin tot. Ja, ich weiß ja, ich muss ja eigentlich einen dieser Blöcke nehmen. Aber ich nehme beide. Ah. Warte mal, das ging besser. So, wo bin ich? Ich hab keine Ahnung. Ich nehme mal eine Pfanne mit, genau. Damit. Ich schlag dir die Pfanne um die Ohren. Damit mache ich die Roboter jetzt fertig. Ups, das sieht auch lustig aus. Lass einen Roboter in ein unendlich langes Loch fallen. Oh ja. What the fuck? Ich bin verwirrt. So. Na! Sie hätte mich fast getötet deswegen. Verdammt, wo bin ich? So, wo bin ich? Roboter, unendlich langes Loch. Mann. Der arme Roboter. Was machst du mit dem Viech? Ich glaube, die Kamera ist, die Pfanne ist einfacher. Also viel zu einfacher. Okay. Mann, im Spiel muss man ja voll nachdenken. Ja, weiß. Und ich glaube, das wäre nichts für mich. Wow. Ich lass die Pfanne los und. Die soll sich nicht verdrehen. Hör es auf. Weißt du was? Das müssen wir machen, so mit unserer Gruppe, in unserer gesamten Leute, die wir haben in der Gruppe. Ein Mirror's Edge. Let's Race. Das wär's wirklich mit 9 Personen, die ein Let's Race machen. Auf einmal. Wer am schnellsten durch ist. Das ist wirklich nicht ganz sehr leicht, das Spiel, finde ich. Ja, ich bin ja nicht so die schnellen Spiele durchzockt. Lass mir mal Zeit. Okay, das dürfte jetzt klappen. Aber Spiel will ich schon gerne zocken. Ist richtig geil. Pfanne, dann du. Überhaupt Leute, die dieses Spiel noch nie gespielt haben, mit denen ein Let's Race zu machen, das wird dann richtig lustig. Und du hast das schon uroft gespielt. Beispielsweise gegen mich, Let's Race Super Metroid zu spielen, ist nicht gerade sehr fair. Weil ich schaffe das Spiel, wenn ich mich wirklich anstrenge und intensiv spiele und wirklich jeden Weg nehme, außer ohne ein Geheimnis zu finden. 2 Stunden. Nice. Hey, Let's Race ist nichts für mich, ich genieße das Spiel lieber. Ja, lass mich Zeit auch. Dabei. Verdammt, nein! Boah, geschafft. What the fuck? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin hier. Am Arsch der Welt bist du. Nee, ich wohne am Arsch der Welt. Wenn man sich so nimmt, ich wohne. Wenn man sich jetzt so nimmt. Die ich wohne am einen Arsch der Welt, Rio, und du am anderen Arsch der Welt. Bingo, so meine ich das, weil ich mal zu dir fahren bin. Da gehen wir so. 5 Stunden Fahrt, oder waren es 6, ich weiß nicht. 5 Stunden wäre gut, warte. Oh mein Gott, da ist wieder eine Kaffeetasse und ein Radio. Glaub mir, das ist viel, viel mehr. Google. Von meiner Weise her. Weil ich brauche schon mal eine Dreiviertelstunde zum Bahnhof. Eine Stunde. Scheiße. Und dann noch auf den Zug warten.
ist der einfach, du musst immer ein Ticket auch dazu die irgendwie kaufen, das total viel kostet. Aber wenn man mit der A7 fahren würde, würde es 11 Stunden dauern. Was? Einen halben Tag. Oh Gott. Ja, ihr wisst, ich wohne fast an der Grenze von Dänemark. Du, das würde ich dann erst machen, wenn Ryu, ich... Ryu, ganz Deutschland liegt zwischen uns, ja? Holy shit. Hi. Bums. Hä? Bams! Ich stehe auf das Teil. Auf dem Teil, meine ich. Okay. Leute, habe ich wieder einen Wackelkontakt oder redet ihr nicht? Hi. Q. Ryu hat sich gemutet. Verdammt. Okay. Sind wahrscheinlich irgendwie seine Eltern kurz drin oder so. Das kenne ich. Ich auch, mein Bruder. Was gerade schön beim Aufnehmen wurde denn ja Platz. Ja, siehst du seine Mutter. Auf keinen Fall. Alter, der. Als seine Mutter reinkam, um ihm die Haare zu schneiden, während wir telefoniert haben. Ne, während wir aufgenommen haben, stimmt. Das war sogar während der Aufnahme mit Zocker. Haare schneiden. Ja, wie nimm so. Wie nimm Naruto auf, ne? Plötzlich merken wir so, Ryu ist weg. Schreibt da unten, ja, meine Mutter ist gerade reingekommen, um mir die Haare zu schneiden. Und nur, what the fuck? Das war echt geil. Dann sind wir nur noch zu zweit, aber du siehst, ich hab's geschafft. Hi, Kamera. The vital apparatus and will deliver a weighted companion cube in 3, 2, weg hier! One. Oh, guck dir das an. Der Companion Cube. Ich herz dich. This weighted companion cube will accompany you through the test chamber. Oh, süß! Sie hört dir ja geil. Willst du knuddeln? Ja, knuddeln! Oh, komm ganz nah. Knuddel, Knuddel. Ist doch nicht gerade angenehm, so einen harten Würfel zu knuddeln. Er ist der Companion Cube. Bei ihm darf man das. So, Leute, aber ich muss jetzt die Aufnahme abbrechen, denn ich muss gleich zur Arbeit. Wie beschissen. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit dem... Bis dann. Mit den beiden auch. Tschüss. Ja, und von Ryu auch ein kleines Jojo. Tschüss.